Nicht so setzen, nicht so setzen. Okay. Wo da? Immer mal schön drauf achten, wie es steht. Genau, und das wird jetzt nach und nach dahin gebappt. Genauso wie ich mir jetzt einfach auch mal ein davon schnappen kann. Und dann sage, wo bist du? Da. Shift-Links-Klick, Shift-Links-Klick. Damit werden die dann hier hingesetzt, sobald sie im System auftauchen. Oh, sauber. Oh, und ich sollte das hierhin auch noch erweitern, damit Roboport, ein nach da, Roboport, ein nach da, ne? Symmetrisch und so. Das heißt, die Lampen kommen hier. Nein. Die Lampen kommen. Nein. Die Lampen kommen hier auch noch weg. Shift gedrückt halten. Goodie. Und das Blut nochmal. So. Das ist schon mal eine ordentliche Anlage. Könnte eine Weile dauern, das alles hinzusetzen. Also ich muss eventuell die Blueprints zwischendurch erneuern. Aber das ist ja kein Problem. Und es sollte sowohl ein guter Energiespeicher sein, als auch ein einigermaßen Energieproduzent tagsüber. Und davon brauche ich halt dann immer mehr, immer mehr, immer mehr. Wir haben ja noch, ne, recht viel Platz hier überall. Und dann könnte es später sogar fast die Steam-Engine ersetzen. Aber glaube ich nicht so wirklich dran. So. Also das war auch eine Sache, die ich machen wollte. Die Sachen... von lila Kiste. Habe ich die lila Kiste dabei? Ja, lila Kiste. Einfach dahin. Schmeiß das rein, schmeiß das rein, schmeiß alte Maschinen rein. Mach daraus gelbe irgendwo. Holz. Ich bräuchte eigentlich normales Holz für manche Rezepte. Egal, die können weg, die können weg, die können weg. Eigentlich können die echt weg, weil ich sollte nicht mehr mit denen arbeiten. So, Baum kann weg. Landfill brauche ich eigentlich auch nicht. Ist okay. Licht kann weg. Uff. Ja, mach mal weg. So, bisschen mehr Platz. Ich hatte gebaut die besseren Furnaces. Und ich habe wieder 200 Blei. Okay, also bauen gleich nochmal welche davon. 12 Stück? Wow. Ja, hau rein. Ganz viele MK2-Schmelzöfen. Das ist super. Strom? Strom sieht super. Oh, was war das? Ja, Angriff. Okay. Aber ja, trotz Angriffe und Piu-Piu, super Stromvorräte. Alles Bombe. Das heißt, ich kann mich jetzt... Was ist hier los? Ich habe irgendwo einen Riesenfehler gemacht, oder? Warum? Was ist hier los? Oh. Null Eisen. Ja. Das könnte man als ein Problem werten. Hatten wir nicht hier unten Eisen? Nee, das Eisen war alle. Und ich hatte extra... Okay, jetzt haben wir wirklich ein Problem. Das hatte ich, glaube ich, vor zwei, drei Folgen schon angemerkt, dass ich ja eigentlich nur warten wollte, bis das hier leer ist, dann hier rüber wandern und dann hier anfangen zu bauen. Aber dass wir nämlich hier anfangen zu bauen, habe ich irgendwie verplant. Okay. Okay, okay, okay. Nimm. So. Gab es neben tolleres Eisenfeld? Das da oben sah recht schick aus, ne? Ja, geh mal nach oben. Ja, brauche ich noch mehr davon. Wobei, mach die mal weg. Ne, nicht wegmachen. Also schon praktisch, überall so eine kleine Arme zu haben. Vor allem wegen sowas wie das da zum Beispiel. Kristallformationen. Brauche ich nur wieder einen Fünfer-Drill für, der gerade irgendwo anders in Bearbeitung ist. Das ist doof. Im 6er-Drill könnte ich einfach irgendwo hinsetzen und der würde Eisen aus 10 Kilometer Entfernung ranziehen. Und das hier soll das epische, tolle Eisenfeld sein? Nicht ernsthaft.
Das ist auch nicht viel größer. Ich will so ein richtig, so ein Mörderding irgendwo haben. Ich sollte mir ein richtig schnelles Fahrzeug nehmen und so lange in der Weltgeschichte rumfahren, bis ich irgendwo ein Riesenfeld sehe. Und dann töte ich einfach alle Aliens da in der Nähe, baue die Basis auf und mache dann eine riesenlange Bahnverbindung zurück nach Hause. Wofür ich allerdings wieder Eisen bräuchte. Ja, okay. Weg, 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 weg. Wir brauchen Robofort. Hier. Bau bitte davon ein paar mehr. Bau bitte. Zwei Roboports. So, also Strom. Strom bis zum Maximum. So. So. Nein, ich will das nicht selber abbauen. So. Dann Substation. Das einigermaßen verteilen, dass hier überall so ein bisschen Abdeckung ist. Also da eine hin. Ja, aber doch das Eisenfeld hier könnte eine Weile reichen. Weg mit euch. Das ist schräg. Richtig? So, okay. So, Roboport Nummer 1. Da. So, es wird eng. Ich glaube, ich brauche einen dritten. Dafür habe ich nicht genug Eis. Es ist nicht schön. Nicht schön. Oh ja, dann muss ich doch mal wieder mit Fließbändern arbeiten. Oh, ich habe sie doch gerade weggeschmissen. Okay, liebe Roboter, gebt mir bitte, auch wenn ihr euch inzwischen sehr veralbert vorkommen müsst, die da. Rest brauche ich eigentlich alles durchgehen. Okay, das da vielleicht nicht. Angriff, zerstört Dinge. Ach, da hinten. Ja, mach mal, ist okay. So, du hast keinen Strom. Ja. Also, ich muss im Einzugsbereich bleiben, sonst können die Roboter mich nicht mit den Dingern ausstatten. Okay. Laserturm wurde zerstört. 33 Türme schießen. Das ist ordentlich. Man scheint sich beruhigt zu haben. So, habe ich Zeug bekommen? Was wollte ich eigentlich? Achso, genau, die Fließband-Dinge. Sehe ich aber nichts. Bringst du mir Fließband-Dinge? Nein. Da hinten kommt was, was so aussehen könnte. Ah ja, sehr gut. Das heißt, wir müssen bis zu dem Ding die Sachen transportieren. Dann kommen hier die Kisten hin. Da. Noch besser ist da, damit sie im Stromeinzugsbereich sind. Ich glaube. Oh. Er ist echt mau von denen. So. Kiste, Kiste, Kiste. Ärmchen, 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 Ärmchen. So. Ich habe gerade wieder irgendwas abgewürgt. Achso, Ecke, Ecke, mach mal. Damit es wenigstens einigermaßen effektiv ist. So. Das ist echt ganz schön lang. Okay. Nee, nicht so. Wir haben hier gerade noch ein. Ups. Ja, ich habe einfach die Stromverbindung. Ist okay, Gerogon, ist okay. Wir haben ja gerade noch einen Roboport fertiggestellt, richtig? Ja, da. Okay. Das heißt jetzt den mal dann hierhin. Und so sparen wir uns noch ein bisschen Strecke. Bis da so. So, fünf Stück da. Dann Ärmchen, 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 Ärmchen. Strom. Okay, jetzt das Ding mit den Fließbändern. So.
rein hier. So. Dann orientieren wir uns erstmal hier an diesem einen Fließband. Und bappen dann halt die ganzen Drills da so ran, dass das hier alles abgegrast wird und dass da alles abgegrast wird. Ecke? Ecke. Ja. Ja. Ist im Einzugsbereich? Ist im Einzugsbereich. Okay, her mit den Drills. Wo sind die ganzen guten Drills hin? Also wir hatten welche da unten beim Kupfer. Ich sollte die ich habe, jetzt schon mal setzen, damit überhaupt irgendwas an Eisen rankommt. Sonst habe ich echt bald ein Problem. So, setz dich bitte dahin. Setz dich bitte dahin. Und hier zwischen fehlt Abdeckung. Aber das müssen wir nachher halt machen. Wobei, setz dich lieber auf die andere Seite. Und da ist kein Strom. So. Speed-Module. Speed-Module. Und wir brauchen mehr von den Dreier- oder Zweier-Speed-Modulen. So. Eisen kommt. Eisen wird abtransportiert. Okay. Kupfer sieht auch nicht so toll aus. Ich würde echt gerne mal in die Situation kommen, da einen größeren Vorrat zu haben. Das ist sehr, sehr komisch alles. Das ist auch nicht ganz so gelaufen, wie ich es gerne hätte. Nimm nochmal was. So, nochmal den hier. So. Und du. Zip. Zip. Aber ich denke mal, da wird nichts kommen, weil wir halt gerade kein Eisen haben. Und dann, ne, können auch die ganzen tollen Sachen nicht gebaut werden. Ja, so, wo sind jetzt meine Drills? Also da ist ein einer Drill, der kann ruhig da bleiben. Wo ist? Hier ist schon mal ein Dreier, der auch gerade nicht mehr arbeitet. Crunch, 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 crunch. Genau, weg, weg. So, dich wollten wir da lassen, um das da später noch abzubauen, aber das ist, ne, später und nicht jetzt. Ja, sehr gut. Hier ist ein Vierer und noch ein Vierer. Die Kisten sind fast durchgehend voll. Das ist absolute Verschwendung. Können wir schnell irgendwie einen Zweier bauen oder so? Nee. Mach mal dich weg und ersetz dich mit einem Dreier. Du bist trotzdem noch zu schnell. Oh, keine große Kiste. Mach bitte. So, Speedmodule. Mach das Ding da bitte mal voll und wenn das dann voll ist, drehen wir dich nach da und dann können die Roboter erstmal diese drei Kisten hier abarbeiten. Das ist doch gar nicht so schnell, wie ich dachte. Na, mach mal, ist okay. Also ich denke, Kupfer sollte damit trotzdem noch okay sein. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass noch irgendwelche Drills fehlen. Da ist noch einer oder derselbe. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade langgelaufen bin. Beim Kupfer werde ich einen Fünfer hingebappt haben, hm? Dreier, Fünfer, ja. Ist der Fünfer durchgehend ausgelastet? Ja. Da haben wir die Sachen mit den Kisten hier gemacht. So muss das aussehen. Hammer. Hier sind überall Ecken. Ich hoffe, das hilft ein bisschen. So, so, so. Ups. Lalala. Oh, noch mehr Ecken. So. Könnte ein bisschen helfen. Euch. Ich kann nicht erkennen, welcher hier von jetzt was welches ist. Achso, nur die beiden hinten waren keine. War ja, doch, das ist auch einer. Der kann auch ersetzt werden. Nimm. Da. Alle Stromsparmodule. Ah, okay. Mach. Ja, Strom ist doch gerade wieder ein bisschen hochgegangen. Muss ich gucken. Also später, wenn wir in einem elektronischen Utopia leben, wo wir so viel Strom haben, dass wir nicht wissen, wohin, dann
könnte ich alle hier ersetzen mit Geschwindigkeitsmodulen. Und dann hätten wir definitiv keine Probleme mehr mit Kupfer und Eisen. Allerdings wären die Felder dann auch ultra schnell leer. Aber so, also mach hier wieder zu. Und bau da oben die tollen neuen Drills hin. So. Bei dir muss ich gar nichts machen, du müsstest das schon so zu, hm? Nee, jupp. Okay, also es kommt jetzt durch, geht wieder Eisen rein. Ich hoffe mal, es reicht. Wir können alternativ auch noch... bauen wir hier... da einen hin und tu es in die Kiste. Dass wir hier schon mal ein paar Drills vorbereiten, die dann Kisten füllen. Wahrscheinlich auch wieder derart. Ja, dass die Kisten gefüllt werden und wenn wir dann später noch einen Roboport hier hinklatschen, dass dann das direkt von hier abgeholt werden kann. Aber bis dahin sieht das hier schon einigermaßen okay aus. Haben wir die ersten Eisenplatten wieder im System unten rechts? Nein. Wird eine Weile dauern, denke ich. Weil wenn wir mal richtig so auf Grund aufgeschlagen sind quasi und gar kein Eisen mehr haben, dann müssen ja erstmal alle Kisten, die gerne Eisen hätten, gefüllt werden. Und da sind eine Menge Kisten. Also ja, wir werden jetzt eine Weile Knappheit da haben. Aber ich hoffe, wir erholen uns. Das ist echt schwer im Blick zu behalten. Ich glaube, es gab einen Mod. Damit konnte man sich so eine Übersicht hier anzeigen lassen. Mit gewissen Ressourcen. Also man wählt dann aus, Doppel Eisen und Kupfer. Und dann ist jetzt durchgehend oben so eine Anzeige, wie viel Eisen und wie viel Kupfer man hat. Damit man halt eine bessere Übersicht hat und nicht jedes Mal die Kisten suchen muss. Das wäre echt schick. Muss ich mal gucken, wie ich das finde. Falls einer von euch weiß, wie das heißt, einfach in die Kommentare.